Ich grüße euch. Hallo. Wir machen jetzt einen kleinen Test. Ich habe jetzt nochmal einen Zellaktivator angerührt, nur mit Wasser. Und Titanium Weiß von Amsterdam. Schauen wir mal, was passiert. Unser Kissen. Holz ist blau. Luminisierendes Grün. Dann nehmen wir von Deco Art Neon Pink. Und ein bisschen von dem Gelb. Dunklen Grün und wir machen noch mal ein bisschen von dem Pink drauf. Machen wir noch Metallic drüber oder nicht? Was schlagt ihr vor? Na, ich guck mal, ob ich jetzt noch von dem dunkelblau was braucht, genau. So. Ich glaube, ich mache außenrum noch ein bisschen blau. Probieren mal. Das funktioniert mit diesem Zellaktivator. Nur Wasser. Quietscht das so beim Pusten? Na cool, warum klappt das jetzt auf einmal? Da sieht es ja super aus. Da kommen auch schöne und da. Das ist ja fantastisch.
Was ich mittlerweile auch rausgefunden habe, ist, dass es drauf ankommt, welche Farben man hat. Wir haben ja jetzt pur diese von DecoArt draufgegeben und die reagieren fantastisch. Es ist nicht nur immer der Zellaktivator und das Kissen und was weiß ich nicht für verantwortlich. Das ist wirklich auch das A und O. Die Farben, die man dazu nimmt. Ja, richtig cool. Ich bin begeistert, Supi. Prima. Fantastisch. Sehr schön. Ja. So. Diese Ader, das sieht toll aus. Hier haben wir wunderschöne Zellen. Ohne Floetrol. Nur Titanweiß und Wasser. Ich denke mal, das geht auch noch besser. Aber es sieht ja schon mal gut aus. So. Ich zeige es euch nochmal von der Nähe. Was seht ihr das? Wie geil sieht das aus? Hammer. Oder was sagt ihr? Allein die Farben finde ich schon mal genial. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.